Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, und wie es aussieht, haben wir nichts zu essen. Das gefällt mir gar nicht. Aber da werden wir natürlich direkt hier unseren Kackreis wegernten. Ja, wobei wir haben Menschenfleisch. Oh, wir haben doch ein paar Tiere. Ich würde sagen, hier schlachten wir die Menschen. Hier kommt unsere Menschenfleischproduktion erstmal hin. So, das heißt, die Tiere sollen erstmal oben hin. Hier sollen nur Menschen geschlachtet werden. Okay, die Tiere essen schön das Menschenfleisch. Und hier sollen nur Tiere geschlachtet werden. Ja gut, die Tiere haben generell eigentlich genug Essen. Dr. Magnesium hat ein bisschen Hunger, aber der schläft. Nahrung einnehmen, gehört zur Entspannung, ja. Kann ich gut verstehen. Würde auch kommen, Nahrung. Ich meine, wir haben ja hier oben schon ein bisschen vorgemacht. Das will noch keiner ernten. Vielleicht sollten wir mal mehr auf Waldarbeit setzen. Weil ich meine, das zählt hier als zu Waldarbeit. Oh, schön. Wie die einfach an den Fallen vorbeilaufen. Okay, einer ist tot. Ich dachte, ihr seid Menschenjäger, nicht Geschützturmjäger. Gut. So, hier sind sie einfach dran vorbeigelaufen. Wir bauen jetzt aber nicht hier noch einen Streifen hin. Ich meine, die sind scheiße teuer. Die sind zwar auch sehr effektiv, aber auch scheiße teuer. Ja, aber kaum haben wir hier die Fallen, kommen die meisten normalen Leute gar nicht mehr hier rein. Ne? Also die landen einfach in unserer Basis. Wir haben zwar ziemlich viel... Okay, wir haben jetzt wieder ein bisschen Essen. Hier sollte auch mal repariert werden. Was macht denn jetzt so ein kreativer Name eigentlich? Er spielt Poker. So, hier kann jetzt mal eine Kopie gebaut werden. Damit der Raum hier auch mal wieder bewohnbar wird. Haben wir jetzt eigentlich unsere Putzkraft verloren? Oder warum putzt hier keiner mehr? Was macht Dr. Salzsäure? Okay, er putzt. Aber er hat auch alleine halt sehr viel zu tun, ne? Wie sieht's mit kleidungstechnisch aus? Ist irgendeiner nackt? Nein. Okay, Dinom ist dran. Das ist gut. Was ist denn hier mit der Melone los? Wir bräuchten eigentlich, müsste Dinom nur das hier machen. Wir haben halt nicht so viele, die kochen. Marmor, okay. Okay, er hat Schneidern schon auf 1. Das Einzige, was er vorher macht, ist Feldarbeit und Jagen. Oh, das gefällt mir gar nicht. Okay, Pflanzen entfernen. Weil es was hier ist, dürfen die nicht rausnehmen. Na, kriegen wir wieder ein bisschen Menschenfleisch.
Die starten ihren Angriff. Oh, der ist ein guter Fernkämpfer. Aber er ist nur Dist. Wir helfen ihm, indem wir ihn ausziehen. Was mit ihm? Machen gerade mal den Slow-Mo rein. Ja, den werden wir aber nicht retten. Wir werden einfach nur beide ausziehen. So, ihm haben wir geholfen, er war ja nur Dist. Schutzhose, nicht schlecht. Machen wir nochmal einen Tragetag. Ja, hier wegen der scheiß Fäulnis. Großhändler. Eber, okay. Ja, hier sind unsere Huskies. Wir haben ja gesagt, wir behalten die Huskies. Alpakas behalten wir natürlich auch. Wir könnten aber ein paar mehr gebrauchen. Okay, wir holen uns mal ein Weibchen und gucken, ob wir uns dann wieder welche produzieren können. So, wir verkaufen unser Flickleder, unser ganzes Zeug hier. Das Trumpofell behalten wir. Er hat aber schöne Sachen. Holz kaufen wir noch nicht. Oh, hier Kleidung. Alles weg. Der ganze Müll, der kommt alles weg. Die beiden behalten wir. Das ist ja unsere Klamotten. Das kommt weg. Okay, wir müssen natürlich... vielleicht könnten wir ja irgendwas Sinnvolles kaufen. Okay, was können wir denn kaufen? Ein bisschen Nahrung. Bauteile haben wir genug. Was, wenn wir das Flickleder behalten würden? Sind wir immer noch drüber? Kann ja ein bisschen Affenfleisch kaufen. Perfekt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder ein paar Ressourcen. Also ein bisschen Silber meine ich damit. So, wir haben Tragetag. Aber die Feldarbeit hat bei manchen Vorrang. Oh, Dr. Magnesium, der rattert recht rein hier. 10 hat er nur. Ich glaube, Mais anzusäen ist eine ziemlich dumme Idee. Weil die brauchen ja hier gute Dingens, ne? Benötigte Feuchtigkeit 70. Wachstumsrate 70%, 70%, 88. Ist hier gerade auch was runtergekommen oder so? Irgendwie höre ich hier die ganze Zeit Stromprobleme.
Ja, man scheint echt irgendwie Stromprobleme. Woran liegt denn das? Die Leitungen sind nicht gekappt, so wie ich das sehe. Das kann ich schon wieder ein Überfall von hier oben. Herr Dr. Sauerstoff gibt's ja nicht. Wir sind echt wenige geworden. Okay, die chillen dann noch. Dann können wir uns zumindest ein bisschen sammeln. Wir gucken mal, dass wir die vorher wegnudeln. Erwischt. Die Nummer hat auch erwischt. So, sie starten ihren Angriff. Und sie fangen an zu fliehen. So, was kann der denn? Pflanzen. Der kann... Oh, jetzt sind die anderen... Kannst du den retten? Töten, ausziehen? Wieso kann den denn keiner retten? Gefangen nehmen. Warte, du kannst den doch auch gefangen nehmen, oder? Ja. Ich wollte die ganze Zeit habt retten gesucht, aber retten gab's nicht. Mal gucken, ob wir es schaffen. Wir haben hier natürlich keine Medizin. So, hier wollten wir die Produktion ändern. Wir nehmen mal Kartoffeln. Ich glaube, Kartoffeln waren am besten. Was haben die für eine Feuchtigkeit? Auch 70. Und Kartoffeln auch 70, aber die hatten irgendwie die höchste Wachstumsrate. Ja, wir brauchen immer noch die biomischen Arme und so. Oh, ist der gestorben? Rettungskapsel? Schon wieder ein Gefangener. Gefangen nehmen. Wird er wahrscheinlich auch nicht schaffen. Was haben wir denn hier? Bis wohin ist er denn gekommen? Bis hier, okay. Kältewelle. So, was hat denn Jugulias? Wir haben Menschen geschlachtet, das tun wir die ganze Zeit, stell ich nicht so an. Wobei im Moment können wir es auch erstmal aussetzen. Denn wir haben jetzt ziemlich viele Menschen. Vorratskapseln. Okay, wurde er gerettet? Hat es auch nicht geschafft. Bis wohin ist er denn gekommen? Sieht man gar nicht mehr. Die sind hier immer noch die Klamotten von hier am Tragen. Ey, wie so viel zum Tragen gibt's doch eigentlich gar nicht.
Warte, wenn wir Trägertag haben, dann soll er auch tragen. Da fehlt eine Hose. Okay, wir müssen machen das jetzt so, dass Tragen dann auch wirklich gemacht wird, wenn wir Tragetag haben. Das heißt, wir setzen jetzt alles mal ein runter, dass auch wirklich getragen wird. Tragen hat jetzt absolute Priorität. Aufsehen und Tierpflege ist ja die einzige Ausnahme. Gute Arbeit. Hast du es verdient. Hast du wirklich verdient. Du wirst jetzt auch nicht gerettet. Na, guck mal, der Hund. Hast Glück, dass der Hund dich mag. So, das heißt, jetzt ist Tragen auch wirklich vorne, ne? Komm, wir machen noch mal ein bisschen Menschen. So, gibt's noch Sachen zum Tragen? Da. Hier. Was machen die denn den ganzen Tag? Schlafen. Trainieren. Hier wurde getragen. Dr. Salzsäure geht's nicht gut. Sehr hungrig, dann ess doch was. Komme nur im Tragen, einfach nicht hinterher. Ja, so ist richtig. Von Eisbär genutzt. Schläft. Wird von Dinom genutzt, okay. Das heißt, es funktioniert langsam. So, gucken wir mal. Als allererstes Feuerwehrpatient. Die beiden sind dann Arzt. Hilfsbereit. So, dann kommt Aufsehen und Tierpflege. So, Dr. Salzsäure soll reinigen. Wir gehen jetzt jeden einzelnen. Also kreativer Name wird als erstes Arzt sein. Die vier hier vorne werden jetzt ignoriert. Bis hier wird ignoriert. Okay, als erstes wird der bauen. Dann die Feldarbeit. Feldarbeit hat eine höhere Priorität als Bauen. Waldarbeit wird auch ignoriert. So, dann kommt der Bergbau, dann das Handwerk. Handwerk machen wir bei kreativen Namen weg. So, das heißt, nach Bergbau wird er transportieren und dann reinigen. So, was mit Jugulias? Jugulias wird jagen. Nach Jagen
Bergbau. Nach dem Bergbau würde ich sagen, soll er forschen. Dann Transport und Reinigung. Jagen. Feldarbeit. Dann kochen. Dann bauen. Dann Bergbau. Und dann soll er reinigen. Und dann tragen. Okay, was mit Dinorm? Dinorm wird jagen, Feldarbeit, dann schneidern, dann kochen, dann Bergbau und dann Handwerk. Gut, bis zum Forschen wird der nie kommen. Dinorm ist so voll beschäftigt. Mit Dr. Magnesium. Er würde jagen, dann die Feldarbeit. Kochen. Bauen. Bergbau. Transport, Reinigung, Forschen. Okay, das ist Dr. Salzsäure. Wird als erstes Bergbau, wird er nicht, wird als erstes reinigen, dann Transport, hier kann ruhig eine 2 hin, und den machen wir weg, Dromedare bleiben, die produzieren doch Haare, ne, und Wolle, na gut. Die packen wir mal zu den Tieren. Wir machen mal die Trockenfutterproduktion wieder an hier. Ach, die ist sogar an. So, das heißt reinigen, Transport, forschen. Was mit Phosphorsäure? Die Hosen sind durch. Schön. Also er wird zuerst jagen, dann schmieden, dann Handwerk, Transport und forschen. Ich würde sagen, wir machen das auch so, damit er forschen kann. Machen den Bergbau dafür weg. Oder wir machen das so, dass er dann beim Reinigen hilft und danach forschen kann. Gulias ist am Forschen, tatsächlich. Naja, wenigstens einer, ne? Und der nächste Überfall. Oh, das sind viele. Die waren aber schnell. Das ist aber schön, wenn die an den Geschützen vorbeilaufen. Wo laufen die denn hin? Naja, solange die sich nicht wehren. Sind die auf der Durchreise oder was?
Und die haben tatsächlich ein Geschütz kaputt gemacht. Drecksäcke. Okay, gefangen nehmen. Gefangen nehmen. Alter, die haben manche sogar ziemlich gute Waffen. Ja, Volk, kannst du mit durchgehen, ist okay. Jetzt hängt er hier drin rum. Drin habe ich natürlich keine Verteidigung. Okay, der liegt eh. Okay, gucken wir uns die mal an hier. Tiere, Fernkampf, geistige Arbeit. Aber alt. Der wird jetzt erstmal verarztet. Was mit ihm hier? Auch alt. Pyromane können wir nicht gebrauchen. Wir verarzten die und hauen die. Dann hauen die ab. Okay, Gefängnis freilassen. Was mit ihm? Den lassen wir auch frei. Und was mit ihm hier? Oh, der ist schon tot. Ich glaube, wir müssen diese Zone hier was verkleinern und diese hier was erweitern. So, wer hat hier, der hat immer noch einen medizinischen Notfall. Kann eigentlich gar nicht sein. Dr. Salzsäure, da drin musst du sauber machen. Genau. Gute Arbeit. Das ist noch nicht ganz fertig, ne? Ja, okay, dann lass erstmal die Gefangenen frei. Guck mal, wir haben denen sogar ihre Klamotten gelassen. Ich meine, ich nehme ja jetzt nicht einfach jeden auf, weil die gute Werte haben, ne? Die also nur, also weil ich Leute brauche. Wir achten natürlich schon drauf, wen wir aufnehmen, ne? Gut. Fraktionen? Das wäre schon schön, wenn wir den auf unsere Seite ziehen könnten. Perfekt. Also die Ureinwohner behalten wir am besten als Gegner. Aber hier so die Piraten und die hier, die ziehen wir am besten auf unsere Seite, weil die haben scheiß gute Waffen. Die Ureinwohner kommen einfach nur in Massen, aber die haben eigentlich nur Bögen und dann so Pillars und sowas. Ich tue nochmal Granit nach oben. Aber im Prinzip brauchen wir einen, der jetzt Handwerk voll als erstes macht. Theoretisch macht es im Moment die Phosphorsäure, weil wir nichts zum Schmieden haben. Wieso liegt denn hier eine Vogellederhose? Also das geht ja mal gar nicht. Das geht ja eigentlich mal gar nicht.
haben ja hier eine Alpaka-Hose. Wir könnten noch mal verkaufen. Was macht kreativer Name? Er baut ein Mini-Geschütz. Hopfen. Wir haben wieder Killerhasen. Ja, eine Brauerei haben wir noch gar nicht gebaut. Oh, Neutramin, das ist gut. Sollen wir vielleicht hier die Brauerei dran setzen? So, hier wird der Eingang. So, dann kommt hier die Brauerei dran. Hier ist Wand. Und dann kommen hier die ganzen Fässchen hin. Also hier diesen Klumpen, den ruppen wir sowieso ganz weg. Machen wir die Tür als erstes. Oh krass, wir haben hier sogar warm mit drin mittlerweile. Und das ohne Heizung. Gut, wir haben draußen Plusgrade, daran wird es wahrscheinlich liegen. Was ist los, Dr. Jod? Menschen geschlachtet. Okay. Jetzt haben wir ja erstmal genug Menschenfleisch. Den hier können wir aber eigentlich auch noch wegrucken. Hier brauchen wir natürlich wieder eine doppelte Wand. Wobei, einen müssen wir wegruppen wegen Ventilator und so. Okay, Produktion, Brauerei. Mach den mal zuerst. Und danach den da. Und danach den da.
Den machen wir zu. Hier wird sich nicht ausgeruht. Na doch, schlafen kannst du. So, genug Poker gespielt. Wo ist Jugulas? Jugulas schläft. Die nehmen wir unbedingt mit seinen zweiten Arm, sonst wird das hier nie was. Zusammenbruch ist eine Lüge. Ja, den einen noch. Dann haben wir's. Hier brauchen wir es warm und vielleicht ein bisschen Licht wäre auch gut. Es kommen auch zwei Heizungen in den Raum. So, alles andere müsste aber eigentlich gebaut werden können. Hier noch für die Wand. Meditiert. Boden glätten. Och nö. Naja, wenigstens in der Nähe von Geschützen. Wir holen alle dafür. Ein kreativer Name, wie wär's, wenn du an den Mörser gehst? Naja, wir haben nur eine Kanone, eine Mörserpatrone. Keine gute Idee. Wir haben hier nicht so eine gute Verteidigung. Die beiden, die werden direkt stürmen. Ja komm, die stehen jetzt hier alle in der Nähe. Die beiden stürmen und greifen direkt die Raupen im Nahkampf an. Okay, doch der Salzsäure hat natürlich jetzt hier Scheiße. Aber das ist jetzt keine unmittelbare Gefahr. Ihr müsst Jugulas aufhalten. Er darf keine Tiere schlachten. Thank you.
Hallo? Was ist denn jetzt hier los? Jetzt greift dieses Teil an. Wo ist Jugulias? Wen will er schlachten? Packer hat ein Junges zur Welt gebracht. Wen hat er gekillt? Ein Husky. Zum Glück ist er abgehauen. Wen will er jetzt killen? Ein Dromedar? Rechte Hand. Was macht er denn jetzt? Geht einfach was essen. Die fressen das ganze Trockenfutter weg. Ich glaube, es hackt. Wie weit sind die? Noch nicht weit genug. Wie Alpaka-Wolle und Menschen auch einfach fast identisch aussehen. Traurig. Ich sehe hier keine Mützen. Da sind ein paar fette Waffen. Party hard. Die haben aber alle schon eigentlich ziemlich gute Waffen. Ihm könnten wir eine bessere geben, aber wir haben keine bessere. Wir könnten ja nochmal in unser Kleidungsordner gucken. Wenn wir mal Winter auswählen, haben wir hier Schutzwesten sind drin, okay. Kann man so eine Schutz... Ne, kann man wahrscheinlich nicht drüber ziehen, ne? Okay. Aber wir könnten mal anfangen, Schutzwesten zu produzieren, oder? Einfachen Helm, modernen Helm. Wo baut man denn Schutzwesten? In der normalen Schmiede. Haben wir gar keine. Wir bauen einfach mal schnell eine. Gucken mal nach. Okay, schön, die sind fertig.
nicht so viel Trockenfutter, das ist mir bekannt. Dr. Jod, wie war das mit der Schmiede? Hat Sex, mit wem denn? Mit Dino, sieh mal einer an hier, die beiden. Ach du Scheiße, die Folge ist ja schon längst vorbei. Egal, ich will jetzt mit der Schmiede hier genug geschlafen. Okay, gucken wir mal. Hier ist das auch nicht drin. Hä, wo ist denn die Rüstung drin? Hä? Die ist doch nicht in so einem Schneidertisch. Bin ich jetzt ganz daneben oder was? Ich will ja keine Plattenrüstung. Schutzanzug. Huch. Schwere Geschütztürme. Ich will ja keine Plattenrüstung bauen. Was denn hierbei? Vielleicht brauchen wir das hier. Ist das hier die... Das, was wir brauchen? Toll, Sonneneruption. Aber im Prinzip kann man jetzt ja auch hier den elektrischen Schneidertisch hinsetzen, ne? Der wäre jetzt natürlich bei der Produktion rausgegangen. Aber im Prinzip wäre der doch schneller. Jetzt verkleinern wir den hier mal. Und machen hier noch einen Tisch. Dann haben wir einen elektrischen und einen halt ohne Strom. Vielleicht sollten wir hier 51 hinsetzen. Komm, dann machen wir am besten 60 hin. Machen wir überall 60 hin. Also 60, 60. Na komm, 60. Ich pausiere jetzt. Das mache ich jetzt zu Ende. 60, einstellen, kopieren. Einfügen. Kopieren. Einfügen. Immer diese Überfälle. Die nerven langsam. Ihr müsst da durchlaufen. Scheiße. Einer ist nur durchgelaufen. Okay, zwei. Oh, jetzt fressen die hier Ambrosia? Einen haben sie kaputt gemacht. Okay, sie hauen schon ab. Und meine Leute waren nicht mal in der Nähe. Ey. Das
Gibt's da nicht. Können langsam mal den Speedy hier wieder reinhauen. So, gut, aber das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!